Dammbruch. Okay, da passt es noch nicht. Dass man hier eigentlich ausschütten konnte. Kurve. Große Kurve. Ganz viele Unebenheiten, die man mühsam rausarbeiten musste. Da in der Ecke sieht man jetzt noch ein bisschen. Da habe ich zwar schon ordentlich aufgefüllt, aber es ist immer noch ein bisschen unrund. Und jetzt da unten, also hier sieht man es vielleicht ein bisschen. Hier ist die Hauptline gewesen. Und da war so ein Bulb. Und den mache ich jetzt vielleicht noch weg und schütte den oben drauf. Ein Tag und eine Kurve. Hab gehofft, dass ich ein bisschen weiterkommen, aber das war ein bisschen mehr Arbeit. Aber jetzt kann sich das Ding auch mal Anleger nennen. Wie findest du diese Erde hier? Scheiße. Und die ich gebracht habe, ist gut, oder? Ja, die ist ganz okay. Da unten steht unsere Wohnung. Ja, wird noch nicht abgeschleppt. Sehr gut. Oh. Wow. Wow. Okay. Ich hab's drauf. Gut, ja. Ich hab's draußen. Was hört der Trailbilder? Tool. Das geht also auch. Ja, ich mach vielleicht die Pfütze noch weg bis morgen. Jetzt schauen wir uns mal den mehr oder weniger ernüchterten Fortschritt von 2 Tage Buddeln an. Und alle, die hier heute noch durch mussten, sorry, aber es war ganz praktisch, diese riesen Pütze, um die Leute hier ein bisschen abzubremsen, weil wir hier noch gebuddelt haben. Neue Kurve, also, beziehungsweise alte Kurve, jetzt mit Shape und ja, ein neues Hüpf. Ja, irgendwie, man hält sich dann so an so auf den ersten Blick unnötigen Sachen wie Wasserrinnen auf, aber die bringt später, da bin ich mir ziemlich sicher. Was ich auf jeden Fall ändern will, ist sowas hier. Der Kurvenradius ist so riesig, dass man einfach keinen Druck in der Kurve aufbaut. Was noch dazu kommt, was diese Kurve halt extrem brüchig macht, ist, dass die Fahrspur bis zu einem bestimmten Punkt geht und da oben ist weich. Hier ist die Vegetation, die hält zusammen und erodiert es weg, bröselt es weg. Dieses ganze Steinmeer ist da aus dem Anleger rausgebröselt.
bin mal gespannt, ob das was gibt. Also da hat den Dreck darum gemacht, jetzt gucken wir mal, ob die Richtung halbwegs stimmt. Oh, ein bisschen weich, ne? So, wir haben nicht mehr so arg viel hell, ja, ein bisschen noch. Ja, war ein lustiger Tag, haben zig Leute hier angehalten und haben ein bisschen mit uns gelabert. Schön vom Arbeiten abgehalten, aber ey, war cool. Jetzt mal kurz hier das Ding testen. Ich habe wieder Line-Optionen frei gemacht, da wo vorher alles verwachsen war. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber testen muss man es ja trotzdem. Ja, das läuft. Wer ein bisschen transferieren kann, kriegt das auf die Kette. Wenn das klappt und es gut wird, kann man das Landing ja, keine Ahnung, hier hinsetzen. Und da so ein kleines Table-Ding oben drauf setzen. So, jetzt fühle ich mich mehr oder weniger sauber. Der böse Stein ist weg. Ich glaube, der hat hunderte Anfänger so richtig abgefuckt. Hier haben wir jetzt den Boden 5 cm angehoben. Das heißt, das Wasser wird jetzt da ablaufen und es sind keine Pfützen mehr. Das wäre gut. Ist da. Noah telefoniert. Ingemar! Tschüss! Pass bloß auf und fall nicht durchs Maul. Noah ist auch wieder weg. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen komische Stimme. Also so komisch jetzt nicht, aber aber ich, ja. Ja, eigentlich wollte man die Kurve machen, aber Noah kam dann an und so, der Sprung ist scheiße. Und dann haben wir jetzt hier gemacht, wir haben gesagt, wir machen eine Option. Also hier ging ja vorher die Rinne da durch und bin dann auf der Strecke weiter, was ich jetzt nicht so ideal fand. Deswegen werde ich das jetzt da rausleiten. Passt noch nicht, wie ich gerade sehe. Ja, kurzes Update. Ich bin ja jetzt seit einer ganzen Weile im Besitz dieser GoPro Hero 5 Black und ich habe die eigentlich nur noch als Timelapse-Kamera benutzt. Und jetzt sowieso, weil jetzt ist mir gestern das Stativ aus dem Rucksack gefallen und dann ist dieser Halter abgefallen, also Helmcam. Ich finde das viel zu globisch, es macht keinen Spaß mit der Kamera am Helm. Das ist, warum nicht diese Session weitermachen? Das war eigentlich eine gute Kamera. Jetzt sieht es fast nach einem Landing aus, mal noch ein bisschen platt. Das Problem ist, es muss ja morgen fahrbar sein, weil morgen schon wieder Bikeparkbetrieb ist. Kurz vor 8.
Ich hau ab. Da kommen wir nicht mehr zu dieses Wochenende. Diese Woche. Gott, sieht's hier aus, ich sag's euch. Na, hier habe ich eigentlich gedacht, dass durch die Einengung der E-Linie am Ende weniger Steine hier runterputzen. Die Bikepark-Besucher waren anderer Meinung. Haben hier 2-3 neue Linien aufgemacht und tausende neue Steine rausgerobbt, die jetzt alle da unten liegen. Passiert. Also viele Linien finde ich ja generell immer geil, also und auch viele Variationsmöglichkeiten. Ob das sinnvoll ist aus der Streckenpflegesicht, ich weiß ja nicht. Alter, geil. Sind sogar über die Wurzel gefahren. Da waren echt ein paar Off-Camper-Könige da am Start. Hier rein über die hässliche Wurzel. Also sieht jetzt im Nassen nochmal bedrohlicher aus, als es wahrscheinlich ist. Und dann rechts am Baum und dann nochmal Off-Camper. Also das muss... ich bin beeindruckt. Oje. Oje. Der Regen hat sich echt der beschissenste Moment überhaupt ausgesucht. Über Nacht, wenn noch keiner drüber gefahren ist. Ein Loch oder auch Resonanzkörper. Sehr gut. Witzig, dieser Lehm lässt sich nass besser packen als so halbtrocken. Jetzt schmiert er so richtig, dann kann man die Schaufel so richtig abstreifen und dann bleibt nicht so viel hängen. Aber gestern war es fast nicht möglich, obwohl der Dreck eigentlich trocken war. Den habe ich auch nochmal überarbeitet. Der hat mir so einen kleinen Knick drin gehabt. Habe ich mich gestern gefreut, dass ich das Pfützenproblem gelöst habe. Hat die ganze Nacht durchgeregnet und jetzt muss ich das Zeug wieder runterkratzen und später, wenn es mal wieder trocken ist, wieder auftragen. Weil es ja, das war's dann schon wieder. 5 Tage buddeln. Jetzt sind wir erstmal 2-3 Wochen weg. Ha, bestimmt. Also dieses Segment ist immer noch kein Meter anfängerfreundlich, vor allem wenn es nass ist. Ja, aber dieses Gelände ist einfach nicht gedacht dafür, eine anfängerfreundliche Strecke zu haben. Das ist zu steil. Erstmal die bösen Bremswellen geflickt, aber die werden wiederkommen, weil der Sprung jetzt auch wieder auf ist und deswegen kommen jetzt beide Lines ziemlich schnell an. Oh Gott, die Sonne geht unter, ich wollte eigentlich nochmal Test fahren. Irgendwas hasst mich. Jetzt regnet es auch noch. Freitagabend, letzte Amtshandlung, dieses Ding hier noch testen. Ah, das kann passen. Eine letzte Runde, um zu checken, ob das alles irgendwie taugt oder funktioniert. Fahren kam diese Woche echt zu kurz. Ich hasse mich dafür, ey. Ich bin generell kaum mehr auf dem Rad gesessen die letzten 2 Wochen. Naja, egal. Einfach Fahrrad fahren und nicht aufs Maul fallen. Jetzt sieht man, was wir in den letzten 5 Tagen gebaut haben. Pfütze ist weg. Hier push ich mal ein bisschen. So, jetzt die erste Kurve. Ui. Kann man richtig rausbruten jetzt. Und gleich irgendwas ins Auge bekommen. Der läuft. Oh, jetzt kommt man richtig weit jetzt sogar hier. Boah, rutschig und schleimig hier. Nächste Kurve ist auch extrem rutschig. Da war jetzt erstmal nichts mehr. Und jetzt hier wieder neu. Das passt. Ist noch extrem. Ein bisschen, auch ein bisschen neues Zeug. Ja, das war's dann schon wieder. Ja, und dann habe ich unten noch ein bisschen aufgeräumt. Ah, ist hier dunkel, sehe nichts mehr. Dann lieber langsam.
Hier ist mit der Matsch des Todes. Aber gefällt mir immer noch sehr gut. Haben sich einige Lines neu. So, jetzt schauen wir mal. Yeah. Ja, da bin ich da ein bisschen reingefräst. Ich will das eigentlich irgendwann noch ein bisschen weiter aufbauen, dass man vielleicht irgendwann hier abziehen kann und direkt in die Kurve reinspringen. Dazu müsste aber die wahrscheinlich vom Radius noch ein bisschen mehr aufmachen. Jo, das waren jetzt wieder 5 Tage Buddel. Ich verlinke oben eine Playlist, wo ganz viel Trailbuilding-Zeug drin ist. Und jetzt?